Willkommen bei The Taste. Wir haben einen kleinen gemeinsamen Nenner. Da bin ich gespannt. Heute mit einem Gastjuror, der die Teams richtig ins Schwitzen bringt. Oh, nein! Oh, Scheiße! Lecco mio! Na, das gibt's nicht. Wir kriegen nie wieder einen Tisch bei dem. Ernsthaft? Ich habe das noch nie gemacht. Ich probiere das jetzt alles mal. Ja. Hol das mal vor, ich probiere diese ganze Soße. Ich will mich nicht blamieren. Mir ist es wichtig, ihn zu beeindrucken und das gut zu machen. Mit ins Gemüse. Nein. Ich bin auf die Knie gegangen und habe gesagt, bitte hilf mir. Blindflug. Für mich kommen heute 3 von 4 Plätzen in Frage, aber nicht der letzte. Doch. Oh. Oh, die sind richtig gut. Das sind die. Ui, ist mir flau im Magen heute, ey. Das ist eine Herausforderung. Und wenn ich da jetzt verkacke und den schlechtesten Löffel habe, Herr im Himmel, ey, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann gehe ich nach Hause. Letzte Woche schickte Nelson Müller die Teams in 4 verschiedene Himmelsrichtungen. Wir haben den Süden. Yes! Ich habe 3 Löffel gleich fertig, das hatte ich noch nie. Tief im Westen. Deine Nussbutter kannst abgießen? Nee. Wo soll ich? In ein extra Schälchen rein. Jawohl. Weil sonst kannst du es nicht mehr dosieren. Der beste Löffel. Der Norden, der kommt aus Team Rot und von dir, liebe Nina. Herzlichen Glückwunsch. Team Rot überzeugte. Aber Team Gelb verfehlte sein Ziel. Diego musste The Taste verlassen. Bitte sei stolz auf dich, du hast es Dankeschön. So weit geschafft. Alles Gute für dich. In Solo-Kochen konnten die Kandidaten punkten. Es riecht wirklich wie Ausbildung. So elegant habe ich die nicht auf dem Löffel gekriegt. Das ist doch ein richtiger sexy Motherfucker-Löffel, ehrlich so. Ich bin schwer beeindruckt. Doch für Team Grün hagelte es rote Sterne. Nein, nicht dein Ernst. Benni. Vichy, Benni und Michi mussten ins Entscheidungskochen. Oh. Fehlt einer? Ich muss leider sagen, dass es dem Benni nicht gut geht und dass er nicht antreten kann. Für Vichy und Michi hieß es deshalb. Ihr seid in der nächsten Sendung. Na, das hat doch wieder super geklappt, dass wir uns hier treffen. Ein herzliches Willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei The Taste. Und wir sind natürlich gespannt, was der Abend für uns bringt. Hier sind unsere Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller, unsere Teams. Team Rot kommt mit einem der besten Köche der Welt an der Spitze. Tim Raue. Ja, hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Wunderschönen guten Abend. Wir sind jetzt unter den letzten 10 Kandidaten. Jetzt entscheidet sich's um Nuancen. Hier ist Team Blau und die strotzen natürlich auch voller Selbstvertrauen mit Sternekoch Frank Rosin. Hello, hello. Oh. Das Team ist on fire und sehr, sehr fokussiert. Team Grün kommt mal wieder super dynamisch hier reingejoggt mit unserem Haubenkoch aus Wien, Alex Kuppner. Schönen guten Abend. Hello. Das Feld wird enger, die Luft wird dünner und auch wir Coaches haben es immer schwerer. Und Team Gelb, spitzenmäßig gelaunt wie immer mit unserem Strahlemann Alexander Herrmann. Hallo miteinander. Schönen guten Abend. Die Goldwaage ist rausgeholt jetzt bei The Taste. Ab Folge 6 wird der Löffel auf die Goldwaage gelegt. Show Nummer 6, das bedeutet ja, das ist immer so ein Magic Moment. Und jetzt richten wir unseren Blick schon ganz scharf aufs Halbfinale und aufs Finale. Halbzeit ist vorbei, nur mehr die Top 10, die Besten der Besten sind am Start. Und wir merken, die Luft wird immer dünner. Bei Alexander und bei Frank zum Beispiel. Ihr habt noch je 2 Kandidaten in euren Teams. Wobei Frank, du hast ja auch noch deinen Kandidaten-Joker. 2 Kandidaten, ein Buzzer. Hey, es geht was. Tim und Alex, ihr habt jeweils noch 3 Kandidatinnen und Kandidaten. Wobei Alex, du hast ja auch noch deinen Buzzer. Wir kennen ja alle das Sprichwort, hinten ist die Ente fett. Das heißt, es ist noch alles drin. Konzentriert euch, eure Skills sind weiterhin gefragt. Und kocht schön auf das Ziel zu, nämlich The Taste zu gewinnen. Jetzt ist der Druck natürlich gigantomanisch hoch. Da passt kein Blatt zwischen. Ja, so knapp sind die Entscheidungen. So, bevor wir jetzt ins Eingemachte gehen, möchte ich einfach sagen, ich finde es so toll, wie ihr auch als Team untereinander, also ihr Coaches miteinander so agiert.
Empfindest du das nicht nein, so? Nein, das ist ja kein Kompliment, das ist ja eine Vorankündigung, eine Ankündigung. Das ist nein, schon wieder, also, wir kennen dich jetzt auch ja, schon. Ja, wirklich. Das ist doch hier ein rhetorisches Spielchen. Sie will doch auf was ganz anderes hinaus. Ihr teilt viel Zeit miteinander, ihr geht auch mal was trinken zusammen. Ja. Wenn ihr essen geht, wo geht ihr denn da so hin? Wir haben einen kleinen gemeinsamen Nenner. Da bin ich gespannt. Wie heißt der? Gin. Ist das ein Getränk? Nee, das ist ein Freund, Chinese, oh Gastronom. Na, wir haben ein Restaurant, wo wir immer zusammen hingehen. Ich durfte euch ja vor zwei Tagen begleiten. Ich flippe aus. Und es war ein richtig netter Abend. Nein! Es gibt ein paar Fotos von diesem Abend. Die kommen echt in die Sendung, die Fotos, gell? Super. Oh Gott. Was natürlich bei uns schon ein Klassiker ist, dass wir ein- bis zweimal in ein Kinderrestaurant gehen. Und wir trinken sehr gerne sehr guten Wein. Das eint uns auch sehr. Manchmal auch mal leider ein Schlückchen zu viel. Das hat sowas von einer Raubtierfütterung. Also uns setzt man am besten dorthin, wo niemand anderer ist und stellt ein bisschen was am Tisch und dann ist es auch schon wieder weg. Jetzt weiß ich, warum diese Fotos! Jetzt weiß ich, warum die Fotos gemacht wurden! Das habe ich mir schon gedacht, das gibt's doch nicht! Ihr habt gedacht, das ist einfach nur ein netter Abend. Ich sah so bescheuert aus. Gin ist hier. Ernsthaft? Ihr habt das noch nie gekocht, was der Gin für euch immer präsentiert und serviert. Macht Sinn. Und oh je. Das wollen wir heute ändern. Nein! Scheiße! Lecker mio. Na, das gibt's nicht. Gin ist einfach eine Sensation. Gin kann das, was viele Sterneköche nicht können. Er kocht freischnauze, emotional und deswegen ist es so authentisch. Es gibt ein tolles Sprichwort auf Chinesisch. Zhou xiang bu pa xian sheng. Wenn der Wein gut ist, werden die Menschen riechen können. Auf Deutsch heißt, wenn du gut kochst, man findet dich. Ich heiße Hao Jin. Alle nennen mich Jin und ich bin der Küchenchef und Gastgeber. Das Restaurant Jin und ich stehen für authentisch leckeres südchinesische Küche. Wenn ich in der Küche Gerichte koche, für mich die Produkte immer Vordergrund. Und versuche ich Minimalist zu sein, mit ein paar Zutaten leckeres Essen auf die Teller zu bringen. Wir kochen mit Ecke und Kante, viele Leidenschaft, offene Feuer, das Essen authentisch rüberzubringen. Ich und meine Frau ist ein harmonisches Team und wir stehen Tag und Nacht gerne für das Restaurant Jin da. Nur so funktioniert. Okay. Oi, hier ist er, der Mann, dem unsere Superstars aus den Händen fressen. Essen! Nein. Aus dem Restaurant Gin in München! Boah, ey, wenn die alle da so hingehen und es so vergöttern, dann hat der Junge was auf dem Kasten. Dann muss der es wirklich drauf haben. Du bist ein Sackel! Ein sensationeller Koch, aber natürlich eine große Herausforderung, weil ich kann die chinesische Küche nicht wie Jin, auch nicht wie Tim. Grüß dich. Herzlich willkommen, wie schön, dass du bei uns bist. Ich freue mich, dass du bei euch hier zu sein. Du, ja. Das ist eine Riesenehre für uns. Du stellst den Teller auf den Tisch und sofort ist er leer. Wir kriegen nie wieder einen Tisch bei dem. Nie wieder. Wie würdest du deinen Kochstil beschreiben? Wir kochen, was wirklich Tradition plus kreativ, eine Mischung. Ne? Mehr Meeresfrüchte, Fleisch, alles was schmeckt, versuche ich da auf die Teller zu bringen. Okay, das ist jetzt ganz brutal tief gestapelt. Für mich ist das beste chinesische Restaurant in Kontinentaleuropa. Die Dimsum sind so perfekt handgemacht, dass sie wie kleine Juwelen aussehen. Das ist schon einzigartig. Oh. Und für sein Fried Rice würde ich sterben. Also für Gin zu kochen, hätte ich mir freiwillig nicht zugetraut. Eure Aufgabe wird heute sein, das Essen, was ihr von Gin so liebt, heute für ihn zu kochen. Wir machen also einen Rollentausch. Ich hatte mit der chinesischen Küche bis jetzt gar nichts zu tun, außer bei uns beim Chinesen L3. Oh, bitte nicht, bring irgendein anderes Thema von Bayern oder so, da fühle ich mich wohler. Ihr bekommt gleich 4 Lose mit unterschiedlichen Grundzutaten. Und dann ist es eure Aufgabe, asiatisch inspirierte Löffel zu kochen,
wie der Djinn sie euch servieren würde. Im Kopf rattert schon so, was habe ich denn alles schon gegessen? Und zwei Drittel kann ich essen, aber nicht kochen. Das klappt schon. Mit der Liebe, mit der Fähigkeit, alle, was ihr schon haben, schaffen wir. Alles klar. Bin sehr gespannt. Ihr habt für diese Aufgabe, wie ihr es kennt, eine Stunde Kochzeit. In dieser Stunde kocht jedes Team einen Löffel, der passend zum Los ist. Dann sucht jeder Coach einen Löffel aus, stellvertretend für sein Team, den er zu dir nach vorne schickt. Lieber Djinn, du darfst dann verkosten und wirst uns sagen, welches ist der beste Löffel und welches ist der schwächste Löffel. Und wenn ich da jetzt verkacke, wenn ich das jetzt tatsächlich versemmel und da heute nicht performe und den schlechtesten Löffel habe, Herrn Himmel, ey, dann weiß ich auch nicht mehr, dann gehe ich nach Hause. Das Team, aus dem der schwächste Löffel kommt, verliert sofort einen Kandidaten oder eine Kandidatin. Das Team, was gewinnt, freut sich, denn es bekommt im Solokochen von dir Unterstützung. Ja, und die Person, die den besten Löffel gekocht hat, freut sich noch mehr, denn sie ist safe in der nächsten Sendung. Wir sehen dich nachher wieder. Wir sehen uns später. Ja. Einmal. Viel Glück. Authentisch. Seine Heimat muss er auf dem Löffel schmecken. Wow. Ich glaube, man hat es gemerkt, wir sind alle mega happy, dass er da ist. Aber bei diesen Dingen kann man sich die Zähne ausbeißen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Das kann echt schwierig werden. Wir holen mal Dominik rein mit den Losen, oder? Ja, hier ist Dominik. Lecco mio, ey. Vier Zutaten klingt jetzt so einfach, aber welche Zutaten sind das? Ich finde, wir machen mal heute eine ganz neue Losstrategie. Es darf der zuerst ziehen, der beim letzten Besuch bei Djinn am meisten getrunken hat. Wer war das? Ich? Ja. Oh. Der Hermann ist der Meister und er trinkt am meisten. Noch eine Flasche, komm hier. Also ich glaube, die lassen es schon krachen. Ganz klare Entscheidung. Also, das, was man als erstes nehmen will, sollte man nicht nehmen. Aber ich mache das mal wirklich wieder so. Ja, was? Geflügel. Oh, das Geflügel! Gut. Geflügel. Der hat so einen kalten Hähnchensalat. Den mache ich. Geflügel als Grundzutat für euren asiatisch inspirierten Löffel. Den jetzt, so wie ich jetzt so als Frankenbursch, ne, wieder zu spiegeln. Alter Schwede, das ist schon schwierig. Nummer zwei bin ich beim Saufen, das weiß ich, ja. Ich bin die... Nummer zwei bist du? Ja, ja. Dann darf Tim als nächstes ziehen. Bei den Losen habe ich wirklich Schiss gehabt. Also mein absolutes Horror-Horror-Los wäre Fried Rice. Weil das versuchen wir seit Monaten nachzukochen und das gelingt uns einfach nicht. Ja! Ja! Schwein! Und warum ist die Freude da so groß? Ah, Chinesisch ist einfach Schwein. Marianne kocht sehr, sehr gerne Schwein. Nina kann damit auch gut umgehen. Ich liebe Schwein. Ich könnte auf Rind verzichten bis zum Ende meines Lebens, aber nicht auf Schweinefleisch. Ich esse bei Djinn immer irgendwas mit Schwein. Von daher, wunderbar. Ja. In Team Groth gibt's Schwein. So, wer soll als nächstes ziehen? Ja, da muss ich jetzt dran. Die Sachen, die Djinn kocht, und da habe ich jetzt auch so ein bisschen Kopfschmerzen, die kannst du nicht nachkochen. Das geht einfach nicht. Meeresfrüchte. Meeresfrüchte! Scheiße, hätte ich mehr gesoffen. Meeresfrüchte! Meeresfrüchte, gut, ja. Gut, ist doch schön. Ja, hat er dir auch das Rezept gegeben? Hätten wir jetzt Thema Frankreich, würde ich sagen, yay, Meeresfrüchte. Aber beim Thema China ist es eher, Meeresfrüchte. Dann bleibt noch ein Los für Frank. Ja, was kann da jetzt draufstehen? Frühlingsrolle oder einmal... Haben wir die 5 mit einer Cola. Oh, fuck. Was? Es ist... Tofu. Tofu. Ohne Zweifel ist Tofu eine Herausforderung. Es gibt ein paar schöne Rezepte mit Tofu. Die sind aber nicht wirklich chinesisch. Wenn es einer schafft, dann ihr Lieben. Euch Coaches darf ich schon mal auf die Kanzeln schicken. Asiatisch inspirierte Löffel mit der Grundzutat, die ihr gezogen habt. Und der Extraprise Spannung, denn es soll eurem Lieblingschinesen schmecken. 5 Minuten Beratungszeit gibt es dafür und die starten genau jetzt. Und niemals nur diese Sojasauce wo draufschütten, nee. Das macht der nicht. Das hat nichts mit chinesischer Küche zu tun. Sprossen? Nee, du Sprossen der gar nicht. Kein, das ist Menü 4M. Das hat nichts mit chinesischer Küche zu tun. So. Und dann auch noch mit Meeresfrüchten, das ist schwierig.
Ich will den Schweinebauch wieder in den Schnelltopf kochen. Szechuan, Ingwer, Zitronengras. Ganz wichtig, du musst das Zitronengras hat nichts mit der chinesischen Küche zu tun, okay? Ganz klar ist natürlich auch, dass ich überhaupt gar keinen Bock habe, heute diese Challenge zu verlieren. Ja. Irgendwas Dim Sum, aber ich weiß nicht, was die Klassiker sind. Definitiv. Er hat einen Klassiker. Ja. Und zwar nehmen Sie Iberico-Schwein, lassen das durch, Frühlingslauch und Ingwer dazu. China speziell, das ist schon Tims Aromenheimat. Ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch gerade. Das macht gar nichts. Da müssen wir gucken, dass er was fertig kriegt und für sich kocht und was fürs Selbstbewusstsein tut. Aber ich glaube nicht, dass er heute einen Löffel produziert, den ich schicken werde. Wir nehmen zum Beispiel die Hühnerkeulen und die hauen wir in einen Dampfdrucktopf rein. Ja, die Haut auch gar nicht knusprig. Ne? Die bleibt, nee, soll so was genau. Wabbelig sein. Die bleibt, ne? Das wabbelig. Gerne. Okay. Ja. Das ist für uns so, wo du sagst, ja. Also bei Geflügel ist für mich eins ganz klar, wir müssen seinen Hähnchensalat machen. Dann brauchen wir hier einen Sud. Ja, der aus diesem Fond ein bisschen ist und ich würde den noch mal kochen. Mit vielleicht ein bisschen Shiitake, mit ein bisschen Lauch. Ich weiß nicht, was ich mit dem Tofu machen soll. Der wird nur geflammt. Da wird gar nichts gemacht. Ja, ja. Das Erste, was ich zu Frank gesagt habe, ich habe keinen Plan. Auf jeden Fall machen wir alle Hühnerhaut. Was ist denn, wenn ich den wieder... Alle, hörst zu. Ja. Wir machen alle Hühnerhaut. Eine falsche Handbewegung und alles ist im Arsch. Du musst den Teig ansetzen. Ja. Das wird das Wichtigste und Erste sein. Ja. Und welche Formen wir danach machen, das ist erstmal dann sekundär. Für mich war wichtig, dass wir einen sehr puristischen Löffel machen, wo das die Hauptzutat, sprich Schwein, sehr, sehr zentral im Mittelpunkt ist und die Aromenwelt wirklich typisch chinesisch ist. Noch eine Minute. Alles Natur, gedämpft, gegrillt, angeschwenkt. Ja. Das Sud, die Sauce oder die Suppe ist das Wichtigste. Du könntest zum Beispiel auch so einen Fried Rice machen. Noch dazu? Trau ich mich nicht ran, ey. Wenn das bei dem so gut ist. Hör mir doch einfach erstmal zu. Bitte. Sag doch nicht, was nicht geht, bitte, Schatz. Sag doch, was geht. Sollen wir beide den gleichen Löffel kochen? Ja, das ist am einfachsten, Problem. Oder? Ja, es ist unser Geflügelthema. Wir haben dann eben für uns festgelegt, was auch ein bisschen Risiko ist, dass wir ein Gericht machen und den besten Löffel schicken. Die Beratungszeit ist vorbei und eure 60 Minuten Kochzeit starten genau jetzt. So, dann brauchen wir. Wo sind die Einkaufskörbchen? Wieso sind keine Einkaufskörbchen da? Welchen Tofu willst du haben, Frank? Ich bin doch nicht doof, du. Jetzt mach nicht auf Tofu. Ich hab Lauch und Shiitake habe ich schon. Hä? Nehmen wir dreimal mit, weil viel hilft viel. Ich habe einen Kaisergranat gesehen. Ja. Vielleicht den leicht abflammen, ein bisschen asiatisch marinieren, was glasieren so ein bisschen. Ja, Michi hat einen Plan, aber wir fühlen uns alle nicht so sicher bei der Nummer. Wichtig ist bei dir, dieser Sud-Ansatz, der muss ein Brett sein. Ich fange jetzt damit an, dann kann ich machen. Ich hole jetzt auch erstmal alles. Ich mache auch einen Fischfond, die Garnele drauf. Meeresfrüchte. Habe ich noch nie gemacht. Shiso-Leaves, das ist auch gut, ja? Lecker, Alex. Ja, wollen wir den Lauchzwiebeln? Lecco mio, also das wird eine Hausnummer. Nimm dir die Kasse. Warte mal, ich nehme jetzt mal, das ist doch auch chinesisch, oder? Medin? Ja, warte mal. Ich probiere das jetzt alles mal. Ja. Hol das mal vor, ich probiere diese ganzen Soßen. Das wirkt so einfach, aber chinesische Küche, handwerklich, authentisch zu kochen, ist verdammt schwer. Ich habe bei dieser Küche keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es lecker sein kann. Das geht ja auch nicht anders. Das ist nur einer im Vorteil. Also ich sag dir eins. Ja. Du bist heute ein bisschen hinten dran. Ja. Weil das nicht dein Thema ist. Ich will mich nicht blamieren. Ja. Ja. Im ersten Moment muss man dann natürlich erstmal schlucken. Mir ist es wichtig, ihn zu beeindrucken und das gut zu machen. Und deswegen werde ich mit Mary Ann und auch mit Nina wirklich ernsthaft kochen. Mhm. Du nimmst das hier und packst das in den Drucktopf und machst das. Aber im zweiten Moment habe ich es sehr gut verstehen können, weil er einfach auf eine sichere Bank gehen will und das ein Thema ist, wo er was präsentieren will von sich. Ich will natürlich trotzdem was abliefern am Ende, aber ja, also ich kann damit ganz gut leben eigentlich. Hannes ist halt in meinem Team derjenige, der am weitesten hinten dran ist. Er ist im besten Sinne ein Auszubildender, den wir jetzt hier mitziehen und von dem ich mir natürlich hoffe, dass er irgendwann so einen Genie-Moment hat. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe das noch nie gemacht. Der Plan ist, erstmal einen erstmal einen Pilzfond ansetzen. Mit viel Umami. Ich koche im Teamkochen geschmorten Tofu, Fried Rice, einen kräftigen Pilzsud, eine Miso-Mayo und einen Crumble aus Speck und Panko. Jetzt mach nicht auf doof, du. Gib gleich hier Tofu. Tofu ist für mich durchschneiden und dann unters Brett legen, damit es nicht rutscht. Essen kannst du das Zeug ja nicht.
Ich hätte nicht schlimmer kommen können. Ich benutze Tofu so gut wie gar nicht in meiner Küche. Also gar nicht in meiner Küche. Bei mir gibt's einen geschmorten Tofu mit einem gebratenen Gemüse. Einer Miso-Mayonnaise und einem Panko Crunch. Das ist so eine Hochzeit zwischen China und Korea, kannst du sagen. Das ist eine Hochzeit zwischen China und Korea.